Guten Abend, herzlich willkommen. Es ist genau 7 Uhr und soll nie diejenigen bestrafen, die rechtzeitig kommen, indem man auf diejenigen wartet, die zu spät kommen. Also beginnen wir. Herzlich willkommen zum Weltwassertag hier in der Wasserkirche, zu dieser Veranstaltung zum Thema Wasser, Menschenrecht oder Ware mit unseren zwei Gästen, mit Esther Straub, Kantonsrätin der SP und Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, KSSG, das muss ich immer wieder zusammenpassen, und Kirchenrätin im Kanton Zürich und mit Dominik Waser, Gemeinderat der Grünen, Aktivist mit Fridays for Future und Ihnen vielleicht auch noch bekannt aus seinem sehr engagierten Wahlkampf für den Stadtrat von Zürich, wo er es nicht ganz geschafft hat, aber ein Resultat erreicht hat, das doch sehr bemerkenswert ist. Wir möchten den heutigen Abend so bestreiten, dass wir zuerst mit einem kurzen Ausschnitt, etwa 18 Minuten, aus einem Dokumentarfilm beginnen über Nestle und Wasser. Wir würden dann diskutieren mit unseren beiden Gästen, selbstverständlich auch mit Ihnen, mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen oder sich einzubringen, und würden am Schluss noch einmal aufhören mit einem kurzen 2-Minuten-Spot von Patti Basler, den sie uns zur Verfügung gestellt hat. Sie hat den nicht für heute gemacht, aber er passt wie die berühmte Faust aufs Auge. Und vielleicht können wir den dann mitnehmen nach Hause und die weiteren Veranstaltungen der Weltwasserwoche. Esther Straub, Dominik Waser, Wasser wird heute in Flaschen abgefüllt, wird verkauft, ist eine Ware geworden. Was ist Wasser für euch? Was bedeutet euch Wasser? Also als du gesagt hast, dass du das am Anfang fragen würdest, habe ich mir überlegt, was bedeutet mir eigentlich Wasser? Und ich finde es auch spannend, wie man auch, also wie ich jetzt auch von meiner Kindheit her geprägt bin im Umgang mit Wasser. Und das ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Also ich bin am Bodensee aufgewachsen, in einer Schmiede. Und mein Vater hat die Wasserleitungen gebaut für die Gemeinde. Also ich bin da schon mit der Trinkwasserversorgung in Kontakt gekommen. Wir waren an einem Bach, der von der Landwirtschaft immer, also sicher 2-3 Mal in dieser Zeit so verschmutzt wurde, dass der Fischbestand kaputt ging und der Bach kaputt ging. Wir haben diskutiert über den Uferzugang, der auf der Schweizer Seite sehr stark mit privaten so Badhütten bebaut war, vor allem im Eigentum reicher Zürcher, und während er in Deutschland frei zugänglich war. Also ich bin mit den Wasserthematiken, wie wir sie heute, wie sie auch Blue Community beschäftigt, eigentlich aufgewachsen. Und wir waren sehr nachhaltig im Wasserkonsum. Also wir haben einmal in der Woche gebadet, alle 4 Kinder im selben Badewasser. Oder wenn wir duschten, mussten wir auch zu 4 unter der Dusche. Das ist mir auch nicht in den Sinn gekommen. Aber ich bin keine Wasserratte, obwohl ich am See aufgewachsen bin. Ich bin eher wasserscheu. Gut, also eine Kindheit schon mit viel Wasser. Dominik, also bei dir, wie bist du mit Wasser? Was ist dein Zugang zu Wasser? Ich würde sagen, mein Zugang ist mehr die Landwirtschaft, die Pflanzen. Ich bin Gärtner ursprünglich. Für mich heißt Wasser ganz einfach Leben, weil ohne das Wasser funktioniert es halt wie nicht. Es kann nichts wachsen und wir logischerweise können nicht funktionieren, wenn wir kein Wasser haben, Menschen. Aber ich glaube, es ist für mich sehr, sehr etwas Grundlegendes wie Saatgut oder wie ein fruchtbarer Boden. Ich glaube, das sind die Dinge, die wirklich das Grundrecht sein sollten oder sein müssen und ein Menschenrecht sind und wir insbesondere Acht geben sollten, weil halt auch das Wasser sehr langfristig geschädigt werden kann, wenn es verschmutzt ist. Insbesondere zum Beispiel, ich war in der letzten Zeit sehr aktiv in der Pestizidinitiative und da die Vorstellung oder die Auseinandersetzung mit der Verschmutzung von Wasser ist nochmals etwas anderes als quasi die Verfügbarkeit von Wasser. Ich glaube, es gibt da verschiedene
Dimension. Jetzt ist ja, wie wir gesehen haben, Wasser heute eine Ware. Wir hatten letzten Freitag Pedro Rocha Agudo hier in dieser Wasserkirche. Er hat die Weltwasserwoche eröffnet und er hat auch explizit davor gewarnt, Wasser zu einer Ware zu machen. Commodities, auf dem sogar Spekulationsmarkt wird das heute gehandelt. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr hört Wasser, Ware? Kauft ihr selber Flaschen Wasser oder kommt das bei euch an, dass Wasser ein Gut ist wie Benzin oder andere, die man handeln kann, verkaufen kann? Das Verrückte ist, denke ich, dass eben, sie hat es gesagt, auch im Film, also mit Wasser, nach 3 Tagen stirbt man, wenn man kein Wasser hat. Wasser ist ein Grundgut, das auch, also von dem wir gezwungen sind, es zu konsumieren. Wir können nicht wählen, ob wir wollen oder nicht, wir müssen es konsumieren. Und da beginnt ja dann die Problematik von Privatisierung und Handel. Also man muss auch unterscheiden natürlich, ob Wasser jetzt ein, es gibt auch Luxusgutwasser. Und da gibt es einen Handel, der auch problematisch ist, von der Verschmutzung her natürlich, mit eben in Flaschen und aber dass das Grundgut auch in private Hände gelangt und nicht in der öffentlichen Hand bleibt, wie es in der Schweiz eine sehr lange Tradition hat oder auch ein großes Bewusstsein darüber gibt, dass öffentliche Güter oder Grundgüter, die essentiell sind, in die öffentliche Hand gehören, also nicht nur Wasser, auch Bildung, Strom, Gesundheit, andere Dienstleistungen, dass dieses Bewusstsein bei uns tatsächlich auch ins Schwanken gerät oder angegriffen wird, also auch im Kanton Zürich mit der Abstimmung über das Wassergesetz, das auch eine Privatisierung wollte vom Wasser, vom Grundwasserzugang und das erschreckt mich schon, dass das sogar bei uns zu Diskussionen führt, wurde dann groß abgelehnt zum Glück. Aber ja, also das finde ich höchst problematisch, dass mit Grundgütern private Gewinne finanziert werden sollen. Nicht nur also mittlerweile auch bei uns zur Diskussion steht. Und dass wir uns auch deshalb fest dafür einsetzen sollten, dass es in der Entwicklungszusammenarbeit nicht zu solchen Projekten kommt. Public-Private Partnership, also wie das Netzer das immer mehr fördert auch, dass wir uns da auch dafür einsetzen, dass das Wasser ein öffentliches Gut ist und nicht private Gewinne mit Zugang zu Grundwasser finanziert werden. Also für mich die Vorstellung eben, dass Wasserressourcen privatisiert sind, das ist für mich ganz klar, ja, das Zeichen des völlig aus den Fugen geratenen Wirtschaftssystems, das wir haben auf dieser Welt. Und wir in der Schweiz sind an der Spitze. Wir haben die Konzerne hier, uns geht es gut. Ich glaube, das Wasserthema ist für mich ein sehr, es ist ein gutes Beispiel, weil für mich, als ich jung war, ich habe mir nicht groß Gedanken gemacht, dass es irgendwann ein Problem geben könnte mit Wasser. Natürlich, ich würde auch sagen, meine Eltern haben mir beigebracht, ja nicht das Wasser verschwenden, aber nicht, dass es irgendwie einmal so weit kommen könnte, dass man entweder zu wenig Wasser hat, dass man nicht sauberes Wasser aus dem Hahn trinken kann und. Und ich glaube, das ist das Absurde, finde ich, weil wir hier in der Schweiz sind und quasi die Konzerne, die im Moment dafür verantwortlich sind, zu einem guten Teil oder ein großer Teil dieser Konzerne hier haben und gleichzeitig sagen, ja, wir wollen das alles nicht. Und ich glaube, für mich geht es bei dem Ganzen um Konsequenz und ich denke, wir haben es schon so weit passieren lassen, dass es jetzt sehr viel stärkere Maßnahmen braucht in die Gegenrichtung. Weil wenn wir nicht in den nächsten Jahren diese Entwicklung zumindest ein Teil zurückdrehen können,
dann wird es einfach in meinen Augen Krieg geben um Wasser. Wir sehen das jetzt in meinen Augen ein wenig mit den Lebensmitteln. Es wird irgendwann Krieg geben um Lebensmittel, um Saatgut, um Wasser. Und ich glaube, es ist für mich auch unvorstellbar, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, natürlich, weil es ist absurd, dass es so weit kommen konnte, dass Wasser nicht, eben, gehört kann, eigentlich sollte es niemandem gehören. Jetzt ist ja eben Nestle einer der großen Player, wenn es darum geht, Wasser zu handeln, abzufüllen, zu verkaufen, Geld damit zu machen. Nestle ist ein globaler Konzern, hat zwar seinen Sitz in der Schweiz, aber ist weltweit tätig. Ist die Schweiz da überhaupt verantwortlich? Kann die Schweiz überhaupt etwas tun gegenüber einem globalen Konzern? Was sind denn, oder was könnte oder müsste die Schweiz denn tun mit einem Konzern, der halt einfach seinen Sitz hier hat? Ja gut, wir hatten die Konzernverantwortungsinitiative, die genau darauf abzielte, die Konzerne in die Verantwortung zu nehmen in ihrem internationalen Wirken. Die hatte eine Mehrheit im Volk, ist am Ständemeer gescheitert. Das Tragische ist, dass dann die DEZA ja sogar zum Gegenschlag, sage ich jetzt mal, ausgeholt hat und die NGOs in der Schweiz ihnen verboten hat, mit DEZA-Geldern in der Zukunft weiterhin Aufklärungsarbeit im Inland zu finanzieren, also Bildungsarbeit. Also die Bevölkerung zu informieren, wo wir, also wie die Problematik aussieht, eben zum Beispiel mit Privatisierungen in Ländern der Entwicklungszusammenarbeit und dass die DEZA auch viel stärker auf private Partnerschaft setzt und also ich glaube viermal mehr Gelder fließen in private Projekte von der DEZA als zu den NGOs, zu den Hilfswerken, die sich für Projekte einsetzen im Ausland. Und ja, da gibt es eine große Problematik. Und ein Vorstoß von Jacqueline Babin im Zusammenhang mit der Behandlung der Strategie der DEZA, der künftigen, sie wollte, das könnte die Schweiz machen, das war ja die Frage, dass sich die DEZA explizit committet, dass es keine Projekte gibt, dass sie keine Projekte unterstützt in der Entwicklungszusammenarbeit, die zur Privatisierung des Wassers führen. Und das hatte keine Chance im Parlament. Also das ist ja tragisch, dass wir zwar im Inland immer noch auch die Mehrheit in der Bevölkerung haben, wenn es um die Privatisierung von Grundgütern geht, dass wir da auch gestärkt sind und dass sich das Bewusstsein im Land ist, das gehört in die öffentliche Hand, aber wir schaffen es nicht, dieses Bewusstsein auch in der Entwicklungszusammenarbeit in Anschlag zu bringen und konsequent zu handeln. Was meinst du, was könnte, müsste die Schweiz tun gegenüber einem Konzern wie Nestlé? Ich würde mal sagen, zuerst finde ich es wichtig zu sehen, dass wir in der Vergangenheit extrem viel zu wenig gemacht haben, dass die Schweiz einfach davon profitiert hat, wie sie das in sehr vielen anderen Hinsichten einfach macht, dass wir das Geld nehmen, dass wir die Konzerne hier ja, bewirten und so tun, als wäre uns das alles wichtig, aber konsequent handeln tun wir nicht. Und für mich ist das mal wichtig, dass wir das anerkennen. In der Vergangenheit wurde sehr viel falsch gemacht. Darum sind wir jetzt auch in dieser Situation, weil die Schweiz unter anderem eben nicht klarere Regeln aufgestellt hat, damit eben diese Konzerne vielleicht hier nicht einfach machen konnten oder eine sichere Insel halten. Und ich glaube, in Zukunft geht es für mich, oder jetzt nach vorne, ganz klar müssen wir versuchen, diese Fehler zu beheben. Das heißt, wir müssen die klarere Gesetze haben, auch wenn das sehr schwierig ist, wie wir gerade gehört haben. Ich glaube, das ist eine Illusion zu glauben, dass wir mit dem Parlament, das wir jetzt haben, sehr rasch zu klaren Regeln kommen. Und gleichzeitig
für mich ist das ein Teil des Weges und das andere ist natürlich, wir müssen uns bewusst sein, dass wir mit unserem Geld oder die Schweiz, wenn man das so jetzt ganz allgemein sagen will, mit dem Geld noch immer extrem viel finanziert, nicht nur mit den staatlichen DEZA-Geldern werden, wird dann wirklich das Wasser privatisiert wird, sondern auch mit ganz vielem anderem Geld werden die Konzerne finanziert und so weiter. Und ich denke, da müssen wir einfach uns fragen, ob wir weiterhin auf der Seite der Verbrecher sein möchten, weil ich glaube, das darf man so sagen, oder das muss man so sagen. Und für mich braucht es ganz klar Bestrebungen, dass sich die Schweiz in meinen Augen dafür einsetzt, dass alles privatisierte Wasser wieder verstaatlicht und vergemeinschaftet wird. Ich glaube, wir müssen nicht nur sagen, jetzt nicht mehr weiter privatisieren, sondern wir müssen zurück. Das Wasser muss so schnell wie möglich wieder, also diese Konzerne müssen für mich, das muss den Konzernen wieder aus den Händen genommen werden. Du hast es erwähnt, Jacqueline Badran hat in der Außenpolitischen Kommission ja interveniert, als es um die Strategie der DEZA ging. Sie hat das auch festgehalten, dass die DEZA ein Memorandum of Understanding mit Neste abgeschlossen hat, das nie veröffentlicht wurde, also hinter dem Rücken von Parlament und Öffentlichkeit also. Gleichzeitig ist in der DEZA der Person, die zuständig ist, Christian Frutiger war 12 Jahre lang Chefmanager bei Nestlé, also nach 12 Jahren Nestlé-Arbeit, heute der Zuständige in der DEZA. Leben wir in einer Bananenrepublik? Ja, das wurde heftig kritisiert, also Vizedirektor des DEZAs, oder? Es ist sicher unsensibel zumindest vom Außenminister so jemanden einzustellen. Also, ob jetzt persönlich Frutiger sagt, natürlich, er hat ja viel kleineren Lohn und er hätte sich nicht mehr mit den Nestle-Zielen identifizieren können und sei deshalb zum DEZA gegangen, das muss man nicht grundsätzlich bezweifeln, aber es ist sicher sehr ungeschickt, jemanden in die Entwicklungszusammenarbeit zu holen, der jahrelang für Nestle lobbyierte und die Kommunikation nach außen betreute. Und zu Recht gab es da auch großen Widerstand, als er gewählt wurde, leider vergeblich. Aber das Lobbying ist in der Schweizer Politik fest verankert, auch bei anderen Fragen der Privatisierung von Grundgütern, also auch in der Gesundheit haben wir ein riesiges Lobbying. Also die Pharmaindustrie oder auch im Kanton Zürich, die Spitallobby ist sehr stark im Kantonsrat aktiv. Und kümmert sich darum, dass Spitalkonzerne oder Spitäler, auch Privatspitäler, eine gute Gesetzgebung haben. Das ist tatsächlich ein Problem unserer Politik. Man muss zwar die Interessenbindungen offenlegen, aber ja, man kann sie auch nutzen oder eben für Konzerne Politik betreiben. Tobit, es scheint so zu sein, Politik sucht die Nähe zur Macht. Ob das Putin ist, Xi Jinping oder Nestlé, das scheint ein Pattern, ein Modell zu sein, wie man Politik macht. Was kann man dagegen setzen? Also ich denke, dass wir das anerkennen müssen, dass ich finde das wichtig, dass wir den Tatsachen in die Augen schauen und dass Konzerne heute mächtiger sind als Staaten. Das ist ein Fakt, ja. Und das ist das Problem, warum die Politik vielerorts das macht, was die Konzerne wollen oder hauptsächlich was die Konzerne möchten. Was dagegen zu tun ist, ich glaube, zum einen eben zuerst mal darüber sprechen, dass die Menschen das überhaupt wissen, weil nicht so viele Menschen befassen sich im Detail mit der Politik oder mit den Menschen, die Politik machen. Sie nerven sich vielleicht mal über einen Entscheid oder sie nerven sich, wenn das und das teurer wird, aber gleichzeitig interessieren sie sich halt nicht so fest für die Details. Und
da finde ich es wichtig, dass, dass Aufklärungsarbeit geleistet wird, weil schlussendlich, wenn, wenn die Menschen nicht verstehen, warum etwas falsch läuft und dass das vielleicht nicht so gut ist, dann werden sie auch nie an den Punkt gelangen, an dem sie finden, ja okay, wir machen jetzt etwas. Und ich glaube, das in einem demokratischen Land kann man das wenigstens noch hoffen oder kann man darauf noch ja, da Zeit und Arbeit investieren, dass wir versuchen, die, die Mehrheit oder mehr Menschen zu überzeugen, dass wir ein Problem haben und dass wir das auf einem demokratischen Weg versuchen müssen zu verbessern. Ich glaube, das Problem ist halt, dass, dass wir in vielen anderen Regionen dieser Welt diese Möglichkeit nur sehr, sehr schmal oder gar nicht haben und dass es da halt noch viel schwieriger ist, irgendetwas an diesem Zustand zu verändern. Ich glaube aber, das Tragische für mich ist, dass ich der Meinung bin, wenn wir in die nächsten 10, 20 Jahre schauen, ich habe es vorhin schon erwähnt, es wird Konflikte, es wird Krieg, es wird, es geht jetzt langsam um das so Grundlegende, dass wenn die Menschen irgendwann nicht mehr essen können, nicht mehr trinken können, dann wird es irgendwann nicht mehr gewaltlos bleiben und diese Ordnung wird irgendwann ins Wanken geraten. Und das finde ich das Tragische, dass wir es nicht wahrscheinlich, also ja, dass es im Moment nicht so aussieht, dass wir es auf einem friedlichen und demokratischen Weg lösen können, sondern dass auf das hinausläuft. Und wir in der Schweiz sind im Moment immer noch sehr, ich finde, wir sind immer noch sehr am Zuschauen, wie das Ganze passiert. Und jetzt dieser Ukraine-Krieg finde ich spannend, weil er zeigt verschiedene Dinge auf. Jetzt werden wir wegen diesem Krieg, wird es Hungersnöte geben und. Und wir in der Schweiz werden noch lange nicht wirklich ein Problem bekommen, weil wir einfach das Doppelte oder Zehnfache bezahlen können für das Getreide oder was auch immer. Aber irgendwann wird es an diesen Punkt kommen, an den so viele Menschen, ja, es ist nicht mehr ertragbar. Und ich glaube, vor dem habe ich ein bisschen Angst. Aber eben, ich glaube, der demokratische Weg oder die Menschen zu mobilisieren ist das einzige wirklich gute Mittel. Aber da sind wir, also da finde ich, die Konzerninitiative war ja eine Initiative der NGOs und die hat sehr deutlich gezeigt, was auch möglich ist, auch in unserem Land. Also sie hatte die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich und auch das Aufdecken eben von Lobbying, also das war ja auch kürzlich dieses Gesetz in Mexiko, wo der mexikanische Staat, weil es ein großes Problem gibt mit übergewichtigen Menschen im Land, ein Gesundheitsproblem, wollten sie, dass die Lebensmittel mit Warnhinweisen versehen werden müssen, die zu viel Zucker haben, die vor allem von Nestle hergestellt werden. Und da wurde dann auch aufgedeckt, dass Nestle lobbyiert hat, dass die Schweiz sich gegen dieses Gesetz einsetzt, gegenüber Mexiko. Oder jetzt Glencore wieder vor wenigen Monaten oder letzten Monat wurde aufgedeckt durch die Konzernverantwortungsinitiative, dass sie einen Prozess führen gegen ein Land, ich weiß nicht mehr welches, weißt du welches das ist, dass, also mittlerweile können ja sogar Konzerne Staaten einklagen, wenn sie zum Beispiel, wenn der Staat findet, sie müssten einen Fluss anders bewirtschaften, umweltfreundlicher, dann kann der Staat kann der Konzern gegen den Staat klagen. Und das hat Glencore gemacht. In Mexiko hat ja tatsächlich dann die Schweizer Regierung interveniert und sich für Nestle eingesetzt. Zum Glück blieb Mexiko aufrecht, hat einen starken Rücken und hat sich durchgesetzt und das Gesetz in Kraft gesetzt gegen die Schweiz und gegen Nestle. Gut, ich könnte noch lange mit euch diskutieren, aber ihr habt sicher auch andere hier, haben Fragen oder Ergänzungen, Bemerkungen zu dieser Diskussion zum Thema Wasser, Wasser als Ware, Wasser als Menschenrecht, Vermarktung durch Konzerne und die Rolle der Schweiz darin. Möchte sich jemand einbringen? Darf ich jemandem das Mikrofon geben? Ja, bitte. Es ist mir nur gerade gestern aufgefallen, als ich im Zug war und in der ÖV einfach eine Werbeplakat
im Zug der SBB, wir Glencoe, wir schützen die Umwelt, wir sorgen für Nachhaltigkeit. Ich habe mich dann einfach nur gefragt, ja, wäre das nicht auch eine Handlungsmöglichkeit? Also es ist ein öffentlicher Ort, der Zug, ich muss das anschauen. Gibt es eine Handhabung, einfach solche privatwirtschaftliche Werbung einfach zu verbieten auf öffentlichem Grund? Also ich fühle mich irgendwie beleidigt oder fühle mich missbraucht, als ÖV-Fahrer solche Dummheiten als Werbung anschauen zu müssen. Vielleicht ins gleiche Kapitel gehört ein Artikel im Tagesanzeiger vor etwa 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, wo die Redaktorin einen Artikel veröffentlicht hat, der sich liest, wie wenn er in der Konzernkommunikation von Nestle geschrieben worden wäre. Also das Greenwashing oder Nestle wird hochstilisiert praktisch zum, eben wie Glencore, wir sorgen uns um die Umwelt, wir tun unser Möglichstes für die Umwelt. Ist das einfach Marketing oder wir wissen von Nestle, sie haben tatsächlich zum Teil sich zurückgezogen aus Wassergeschäften in den USA. Geschieht da tatsächlich etwas oder ist das einfach nur Greenwashing und Marketing? Das ist natürlich immer beides. Also Greenwashing zahlt sich dann wieder aus, oder? Es ist sicher ökonomisch motiviert, aber Greenwashing gehört heute dazu. Oder sich grün auch sicher auch teilweise zu sein und zu geben, gehört zum Marktkonzept heute. Aber es ist nicht konsequent gelebt. Also bei Glencore ist das ganz klar, was sie alles, also auch wie sie sich gegen die Konzernverantwortungsinitiative gewehrt haben, das zeigt ja alleine, dass es nicht stimmt, denn sie müssten ja nichts befürchten, wenn sie nicht keine Umweltschäden anrichten würden in den Ländern, wo sie wirtschaften. Und der Zürcher Kantonsrat könnte jetzt der ZVV verbieten, Glencore-Werbung aufzuhängen? Ja, das wäre nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie man das Gesetz genau formulieren müsste, was dann ausgeschlossen ist und was nicht. Aber ja, also wir haben, aber wir müssen darauf, ich denke, der bessere Weg ist tatsächlich, dass NGOs Kampagnen machen, aufzeigen, was falsch läuft. Und das ist schlimm, dass die DEZA jetzt genau dafür keine Gelder mehr spricht. Also das finde ich wirklich eine Unmöglichkeit, während der Bauernverband weiter mit öffentlichen Geldern Informationskampagnen machen darf. Heute hat ja in Dakar das Weltwasserforum begonnen. Gleichzeitig findet das alternative Weltwasserforum auch in Dakar statt. Pedro Rojagudo, der Wasserbotschafter, hat hier sehr kritisch Stellung genommen zum offiziellen Forum, hat auch gesagt, das ist so eine vor allem Show der Großen, der Konzerne und so weiter. Dominik Wasser, was sind für dich diese, ist das eben Greenwashing oder wie weit ist das glaubhaft? Ist das wirklich der Druck, der von unten kommt, der sie zum Umdenken bringt oder wie schätzt du das ein? Also ich glaube, das ist eines von vielen Events, die stattfinden. Soll es um Wasser oder soll es um kürzlich letzten Herbst war das World Food System Summit, oder so das Ernährungssystem gegangen ist und das war genau dasselbe. Ich glaube, grundsätzlich ist das tatsächlich Greenwashing für mich. Das heißt nicht, dass diese Konzerne nicht gewisse Dinge besser machen. Aber das Problem ist, sie machen es so weit, bis es ihren Profit etwas bringt, bis es den Profit erhält oder erhöht natürlich. Und das müssen wir sehen und gleichzeitig müssen wir auch sehen, dass diese Leute ja nicht dumm sind. Die verstehen, dass irgendwann das Wasser, so der Wasserpegel so tief ist, dass irgendwann fertig ist. Die verstehen, dass die Böden so ausgelaugt sind, dass man dann nicht mehr höhere, egal wie viel Dünger man reinbuttert, höhere Ernten rausholen kann. Und da gibt es natürlich schon gewisse Dinge, die sie verändern, weil sie auch eben aus diesem Zwang, ja sie wollen ja weiterhin Geld verdienen, gewisse Dinge dann verändern. Aber das Problem ist, wir dürfen das nicht als Erfolg feiern und dann noch klatschen. Ich glaube, das ist das Gefährliche, dass das dann passiert. Die großen Konzerne machen gewisse Dinge besser und dann hat man schon das Gefühl, ja, das ist ja jetzt schon sehr gut und sie machen ja etwas und so. Und ich glaube, hauptsächlich
machen Sie es halt nicht in unserem Sinne, im Sinn, also damit meine ich im Sinn für die größten Teile der Bevölkerung, sondern Sie machen es hauptsächlich für sich. Und darum, ja, ist es für mich hauptsächlich Greenwashing, ganz klar. Und ich glaube, wir müssen die Konzerne viel, viel, viel stärker in die Pflicht nehmen. Sonst werden sie das einfach weitermachen. Und natürlich tun sie das im Moment mit Glencore, dass sie sagen, ja, Netto Null, wir helfen bei Netto Null, weil die Debatte im Moment um die ganze Klimageschichte und um die Klimaneutralität und Netto Null sich dreht. Und sie tun so, als würden sie da beitragen. Und ich glaube, das Tragische ist halt, aus meiner Perspektive, jetzt auch bei der Klimafrage, wenn wir einigermaßen gewisse Ziele erreichen möchten, und bei der Klimafrage kann man einfach sagen, wir haben noch 10, 15 Jahre Zeit, dann müssen sie bis zu einem gewissen Punkt mitmachen, die Konzerne. Und darum können wir nicht sagen, ja, wir lassen sie einfach machen, was sie wollen. Das ist das Problem. Sie müssen, weil sie haben, sie besitzen das meiste oder einen sehr großen Teil der ganzen Ressourcen, Infrastruktur und so weiter. Das heißt, wir müssen sie in die Pflicht nehmen. Also vielleicht auch noch zum Greenwashing, das hat ja eben, was du erwähnt hast, der Rückzug von Nestlé in Nordamerika und China aus dem Wassergeschäft hatte ja auch nicht nur jetzt mit, oder überhaupt nicht mit Bewusstseinswandel zu tun, vielleicht mit einer Reaktion teilweise auf die Vorwürfe, aber vor allem auch mit wirtschaftlichen Gründen. Also das Wassergeschäft ist dort, die Rendite ist stark zurückgegangen, auch wegen Corona, weil nicht mehr so viel Flaschenwasser verkauft wurde in Restaurants und öffentlichen, also wurde ja nicht mehr gereist, alle haben zu Hause aus dem Hahn getrunken. Einerseits das und andererseits haben sie auch den Wandel nicht konsequent vollzogen. Also konsequent wäre ja dann, sie würden die Wasserquellen wieder der öffentlichen Hand zurückgeben und sie haben sie an andere Konzerne weiterverkauft. Also von daher gibt es schon ein Fragezeichen, ob das jetzt so gut gemeint war. Vor allem, weil ja immer nicht transparent ist, ob Nestlé nicht hinter diesen neuen Konzernen auch steht, ein Stück weit, denen sie es verkauft haben. Also werden wir wohl mit Glencore-Werbung weiterleben müssen in den Zügen hier. Gibt es weitere Fragen, Beiträge eurerseits? Ja, bitte. Also die Wasseraufbereitung, Trinkwasseraufbereitung ist, so wie wir es hier haben, ziemlich kostspielig. Und es gibt Länder, die haben das Geld gar nicht dazu. Also schon in Spanien, das Hahnenwasser, das ist hygienisch einwandfrei, aber das ist geklort. Und das ist die billigste Art. Und dann geht man halt in den Supermarkt und kauft wohl Liquidell und was weiß ich. Und die Konzerne in Pflicht nehmen, wäre etwas, denen zu sagen, hey, ihr müsst bezahlen, damit das Trinkwasser besser aufbereitet werden kann, also nicht einfach nur geklont. Und quasi ein Deal, wo man bessere Verträge machen und auch sagen, also, das hat auch mit der freien Marktwirtschaft zu tun, die müsste man neu definieren. Und eben die freie Marktwirtschaft, ich sage manchmal, dieser Planet implodiert auf dem Altar der freien Marktwirtschaft. Gut, also Nestlé müsste bezahlen, statt Wasser schlecht zu reden, wie sie es ja häufig tun, oder das öffentliche Wasser schlecht zu reden, damit man mehr Flaschen verkaufen kann, müssen sie es sauber finanzieren? Ist das ein Ansatz? Müsste man die Konzerne so hoch besteuern, dass man damit beispielsweise die Qualität von Wasser verbessern könnte? Also in Zürich sind es im Durchschnitt 160 Liter Wasser pro Tag, der normale Verbrauch, und die Eltern von euch erinnern sich daran, dass der Zürichsee vor 50, 60 Jahren so war, dass man sich knapp getraute, darin zu baden, aber sicher nicht das Wasser zu trinken, bis dann die ganzen Kläranlagen und so gebaut wurden. Muss man den Kapitalismus mit sich selber schlagen, mit Finanzierungszwängen oder? Ja, und mit guten Gesetzen. Also das war ja eben auch ein Problem des Wassergesetzes im Kanton Zürich. Also das, die Wasserqualität und die Frage. Also die Regierung hat ja eigentlich ein gutes Gesetz dem Parlament vorgelegt vor 4 Jahren und dann hat das
Parlament das völlig ins Gegenteil verunstaltet und es kam ein Wassergesetz heraus, das die Gewässer nicht mehr geschützt hätte, sondern ermöglicht hätte, dass ganz nahe bis an die Gewässer ran gedüngt und gegüllt werden kann und Pestizide. Und also da braucht es gute Gesetze. Jetzt kommt es wahrscheinlich besser. Und das ist das eine. Und für, also wir haben natürlich in der Schweiz tatsächlich eine gute Situation, auch mit gutem Wasser, also viel Quellwasser und Grundwasser und eben das Seewasser ist auch durch den Gewässerschutz besser geworden. Und was aber den Trinkwasserzugang in armen Ländern angeht, also dort braucht es auch Ressourcen von uns in die armen Länder, um diesen Trinkwasserzugang zu ermöglichen und Trinkwasser aufzubereiten. Und dort stehen wir halt auch schlecht da. Also wir haben zwar die Agenda 2030 unterschrieben, der UN, aber und dort versprochen, dass wir 0,7% des Bruttoinlandproduktes für Entwicklungszusammenarbeit aufwenden, aber bis jetzt sind es nicht einmal 0,5%, wie eigentlich das Parlament es beschlossen hat. Das waren, glaube ich, wieder weniger im 2021. Und wir haben da im Vergleich zum Beispiel zu Großbritannien, die wenden ein ganzes Prozent auf, da sind wir nicht, keine Vorreiter, keine Vorbilder weltweit, die reiche Schweiz, sondern wir sind eigentlich sehr knausrig in der Entwicklungszusammenarbeit und da hätten wir auch eine größere Verantwortung, um uns einzusetzen und Projekte zu ermöglichen, die wieder Menschen sauberes Trinkwasser und damit ein sicheres Leben ermöglichen. Und Rojo hat das ja gesagt am Freitag, 15% der Weltbevölkerung haben keinen sicheren Zugang zu sauberem Wasser. Das ist erschreckend. Ja. Tobi, was du hast gesagt, auch die Zeit wird knapp. Es bleibt uns nicht mehr lange, um versuchen, das Ruder herumzuwerfen. Du hast auch gesagt, man muss das mit den Konzernen tun, aber ein Stück auch gegen sie. Also man muss sie in die Pflicht nehmen. Freiwillig scheint das nicht zu tun. Ich sage, wir haben diese Konzerne und sie sind da und wir müssen jetzt eine Strategie entwickeln, wie wir damit umgehen. Weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, der Zugang zu Wasser. Es gibt genauso einen Film über Afrika, oder wo genau gezeigt wird, wie Nestlé in Südafrika Wasser abpumpt und nebendran, 100 Meter nebendran, haben die Leute kein Wasser oder nur dreckiges, was dann wieder vom Glencore-Mine kontaminiert ist und darum ist es nicht trinkbar. Und ich glaube, die Konzerne sind da ja überall schon. Wir müssen nicht das Gefühl haben, ja, wir müssen jetzt irgendwie grundsätzlich überhaupt mehr Geld in die Hand nehmen, weil das Geld, was wir in die Hand nehmen, hat wahrscheinlich dazu geführt oder hat wahrscheinlich noch geholfen, dass Nestlé diese Quellen oder die Verträge für die Quellen abschließen kann, wie wir jetzt mit DEZA immer wieder sehen, was die machen. Und ich glaube, darum müssen wir ganz klar diese Konzerne einfach dazu zwingen. Ja, ich glaube, es wird gar nichts anderes geben, als sie zu zwingen, auf dem rechtlichen Weg, durch hoffentlich möglichst demokratische Prozesse, damit sie dafür bezahlen, was sie machen. Und ich glaube, das hat auch wieder mit der Wirtschaft zu tun. Wenn halt nicht die Kosten bezahlt werden, die verursacht werden durch einen Prozess oder durch die Produktion von einem Produkt, und wir die einfach als Allgemeinheit bezahlen. Ich glaube, das ist beim Wasser wir können die Pestizide nehmen, die Konzerne verdienen an den Pestiziden, die Pestizide verursachen die Verschmutzung von Wasser, sie verursachen extreme Gesundheitskosten und wahrscheinlich noch Infrastrukturkosten und dann haben wir jetzt, wo wir gemerkt haben, es ist ein Problem, die Kosten, die wir aufwenden, um die Biodiversität zu schützen und um das Wasser noch mehr zu reinigen wieder. Und ich glaube, all diese Kosten werden hauptsächlich von der Allgemeinheit getragen und wenn die Konzerne das tragen müssten, dann wäre es nicht wirtschaftlich. Und schlussendlich müssen wir darum auch über die Kostenwahrheit sprechen oder eben halt über die Verantwortung, wer verursacht was. Und anders werden wir da nicht herumkommen. Und sorry, die Frage war eigentlich mit der Zeit. Ich glaube, die Zeit
Debatte finde ich einfach halt in Bezug auf die Klimakrise so entscheidend. Gleichzeitig hat diese natürlich auch mit dem Wasser zu tun. Ich meine, Landwirtschaft, der Klimawandel führt schon jetzt in gewissen Teilen der Welt dazu, dass es so warm wird und dass das Wasser so nicht mehr verfügbar ist, dass keine Landwirtschaft mehr möglich ist. Das wiederum führt dazu, dass die Menschen einfach bald dort weg müssen. Und ich glaube darum, es ist alles so zusammenhängend, dass wir versuchen müssen, natürlich sehr schnell die Probleme zu lösen und die Konzerne in die Verantwortung zu nehmen, solange wir es noch auf einem friedlichen Weg machen können. Gibt es weitere Fragen? Schaffe ich bitte. Ja, also du hast gesagt, Dominik, wir müssen die Konzerne zwingen. Wir müssen das machen. Wir. Wer macht das? Also ich denke nicht, dass sich irgendein Politiker bewegt und schon erst gar nicht, dass sich ein Konzern bewegt, wenn nicht ganz viele Einzelne dahin stehen und zeigen, dass sie nicht einverstanden sind. Und ich glaube, dass wir uns in erster Linie selber fragen müssen, was wir tun. Ich meine, ich arbeite auch in einem öffentlich-sozialen Bereich und ich weiß, wie schwer das ist, auch nur schon drei Leute zu finden, die mal für irgendwas hinstehen. Und ich weiß nicht, wie wir, also wenn du wir sagst, dann höre ich, ich muss die Konzerne zwingen. Ja, letztlich glaube ich das, aber wie? Wie kann ich das als Einzelne, die ja nichts machen kann? Oder doch? Möchtest du antworten? Also natürlich schaffen wir es nicht als Einzelperson, du alleine wirst es wahrscheinlich nicht schaffen. Das musst du aber auch nicht. Und ich glaube, mit dem Klimastreik zum Beispiel haben wir gesehen, dass sehr viele Menschen zusammen etwas machen und fordern und dass es dann etwas bewegen kann. Aber leider war es nicht genug lange, es war nicht genug breit in der Bevölkerung abgestützt, es war nicht genug stark, dass es wirklich die nötigen Veränderungen gebracht hat. Aber schlussendlich, es bleibt uns wie nichts anderes, als weiterhin daran zu arbeiten. Und eben, ich glaube, die Probleme werden immer sichtbarer. Wir haben eben jetzt wieder mit dem Krieg, es werden eigentlich alle Probleme, die wir haben, werden sichtbar. Das heißt, es wird einfacher, den Leuten zu zeigen, was ist das Problem, glaube ich. Auf der anderen Seite wird es existenzieller für viele Leute. Das ist wiederum das Problem, dass Menschen, die zu wenig Wasser oder zu wenig Lebensmittel haben, wahrscheinlich nicht zuerst daran denken, ja, stößt jetzt das, was ich mache, CO2 aus oder nicht. Und darum ist es in meinen Augen auch besonders in unserer Verantwortung hier in diesen Ländern, in Europa, in Amerika natürlich, weil es uns noch sehr, sehr gut geht, wir noch nicht so existenziell bedroht sind im Moment und darum müssen wir auch Verantwortung übernehmen für andere Menschen, weil schlussendlich das, was wir machen, ist ein Leben führen auf Kosten von anderen Menschen und ich glaube, noch um etwas Positives vielleicht zu sagen, ich glaube, Menschen oder wir funktionieren ja alle über Geschichten und ich denke, wir müssen neue Geschichten erzählen und neue Geschichten erfinden, die wir erzählen können, die wir selber auch glauben und die halt bessere Geschichten sind und eben nicht die Geschichte, ja, private Konzerne müssen in arme Länder gehen und zeigen, wie sie leben sollten. Ich glaube, wir brauchen andere Geschichten, weil Geschichten können Menschen mobilisieren. Esther, was meinst du? Der Trickle-Down-Effekt inzwischen ist ja, von denen glaubt auch niemand mehr, oder? Dass wenn es denen oben gut geht, dass es den anderen auch gut geht. Beim Wasser auch. Wenn Nestle gutes Wasser hat, heißt es doch nicht, dass die anderen gutes Wasser hatten. Siehst du andere Wege, zusätzliche Wege, um nicht alleine dazustehen, zu mobilisieren, dass das erwähnte Konzerninitiative hatte eine Mehrheit? Wie geht es weiter? Konzerninitiative 2.0? Ja, es ist immer alles. Also es ist einerseits der politische Weg. Wir müssen Mehrheiten haben mit
miteinander, also ja, die sich dafür einsetzen. Andererseits der individuelle Weg, also die Konsumentinnen haben auch eine Macht im Land. Wenn kein Flaschenwasser mehr konsumiert wird, wird auch keines mehr hergestellt. Ja, es sind verschiedene Wege und die Aufklärungsarbeit, denke ich, also die Bildungsarbeit ist ganz zentral. Und da sind auch die NGOs sehr wichtig, die diese Bildungsarbeit machen und die Öffentlichkeit über Missstände orientieren und auch auffordern, anders zu konsumieren. Gut, dann sehen wir diesen 10 Gigabyte Daten, die Anonymous jetzt von Nestle hat, was wir da alles herausfinden. Gibt es weitere Fragen? Ich weiß, dass Sie noch mal eine Frage hätten. Gibt es jemanden, der noch eine Frage hat, der noch nichts oder die noch nichts gefragt hat? Bitte. Eine Bemerkung zum Greenwashing. Ich meine, es ist natürlich eine widersprüchliche Geschichte. Dass die Konzerne heute das tun müssen, ist Teil des Druckes von uns. Also das muss man, natürlich hast du recht, langfristig sehen sie die Probleme auch und möchten natürlich Profit machen, langfristig auch noch, nicht nur heute. Aber dass sie so reagieren müssen, ist Teil unseres Druckes. Warum müssen, wer hätte vor zehn Jahren irgendwie, Glencore war nie gezwungen zu sagen, sie seien grün. Sie sind es auch heute keinesfalls. Kolumbien zeigt, dass sie es nicht sind. Um einen, nur einen, das war diese Geschichte mit der Klage, oder? Wo sie seit langem ganze Dörfer vertreiben. Und das wirklich das Brutalste machen, was man machen kann, den Leuten nicht nur Wasser nehmen, sondern überhaupt die Existenz insgesamt, oder Land und alles wegnehmen. Und absolut dann noch Krankheit verbreiten. Und die gleichen machen hier die Werbung, oder? Habe ich auch gesehen. Es ist so widersprüchlich, aber ich denke, die Leute, ein großer Teil, dank der Aufklärungskampagne unter anderem der Konzernverantwortungsinitiative, merken diese Widersprüche, dass so leicht fällt es ihnen nicht mehr. Dass die Leute glauben, dass man wirklich nicht mehr, also es gibt immer einen Teil, das wissen wir, in der Schweiz ist das leichter als anderswo, weil die Leute immer noch glauben, wir sind die Schweiz, oder? Also, aber ein Großteil hat da gemerkt, was gespielt wird. Und ich glaube, immer wieder da können wir mit Skandalisieren von einzelnen Dingen wieder Reaktionen provozieren. Möchte jemand reagieren darauf? Ja. Also vielleicht nur schnell. Ich glaube, das sehe ich auch so und ich glaube, ich habe vorhin gesagt, der Klimastreik hat unter anderem genau zu diesem Glencore-Plakat geführt, weil der Glencore schreibt von Netto Null. Und ich glaube, das sind sehr viele Menschen, die etwas gemacht haben in den letzten Jahren, ganz unterschiedliche Menschen. Aber wir sehen, dass es nicht so weit geführt hat, dass es wirklich in Taten mündet. Das ist eigentlich das Problem, glaube ich, halt. Wir müssen auch konsequenter sein. Ich glaube, die Tendenz ist, besonders auch da in der Schweiz, beobachte ich das persönlich, dass sich viele Menschen glauben, ja, das ist jetzt schon relativ viel. Aber das ist es nicht. Und die Zeit ist so knapp, dass ja, wir können froh sein, wenn wir irgendwie gewisse Dinge einigermaßen auf die Reihen kriegen. Und ich glaube, da müssen wir schauen, dass es wie nicht, ja, da geht es weiter mit der Transparenz, dass wir weiterhin sagen, was Sache ist und nicht einfach. Ja, so tun wir es, das werden wir jetzt schon halb da. Also. Die Schweizer glauben gerne an das Gute in Konzernen. Hm? Du Antwort? Nein, also die Mehrheit hat nicht daran geglaubt. Also ich finde, das darf man wirklich nicht vergessen, dass die Konzernverantwortungsinitiative im Volk eine Mehrheit hatte. Und auch Privatisierungsinitiativen schaffen es nicht mehr gegen das Volk. Also, eben sowohl das Wassergesetz ist daran gescheitert, auch die Privatisierung also des Kantonsspitals Winterthur hat eine Abfuhr erlitten im Volk. Also ich denke, so, da ist das Bewusstsein auch wieder gewachsen gegenüber den 90er Jahren, denke ich. Dass
das Bewusstsein im Volk, dass öffentliche Güter auch in die also Grundgüter in die öffentliche Hand gehören. Wolltest du noch etwas tun? Weil ihr jetzt gerade immer wieder von diesen Spitälern gesprochen habt. Ich glaube, das finde ich auch wichtig, dass wir das nicht nur, also ich glaube auch in der Schweiz können wir jetzt vielleicht so Privatisierungen, sage ich jetzt mal Verschlimmerungen im Moment verhindern, aber gleichzeitig müssen wir sehen, es geht ja nicht nur um uns, so eben unsere Konzerne sind auf der ganzen Welt das am Machen gerade und die machen das in sehr großem Tempo und wir müssen uns schon auch stärker dafür einsetzen, dass es anderswo nicht passiert. Nicht nur, dass wir verhindern können, dass unsere Wasserversorgung nicht privatisiert wird, weil bei uns ist es immer noch im Verhältnis sehr gut. Und ich glaube, das finde ich einfach wichtig, dass wir da dass wir da schon auch über die Grenzen schauen, weil die SchweizerInnen haben schon die Tendenz, dass sie das ein bisschen vernachlässigen. Weitere Fragen, sonst gebe ich das Mikrofon noch einmal hier hin. Ja, vielleicht müsste man Nestle boykottieren. Vielleicht kann das mit der Konzerninitiative die Leute von dort, mit denen in Frankreich, die man da gesehen hat, umfirmen. Da muss man halt, das wurde schon mal gemacht und das nützt. Also wenn man plötzlich sagt, wir boykottieren Nestle, wir kaufen nichts mehr. Und ihr müsst euch bessern. Also man muss kämpfen. Gut, Boykottkampagnen gegen Glencore, gegen Nestle, gegen wir müssten ganz viel boykottieren. Ist das eine Perspektive individuell? Du hast auch gesagt, Konsumentinnen und Konsumenten haben auch eine Macht. Kann man auch auf der Ebene, können wir genügend und genügend schnell bewegen? Wir heizen jetzt auch nicht mehr wegen Putin. Nein, es geht nicht genügend schnell. Natürlich, ich kaufe auch. Ich hatte als Kind immer so gerne die Kaye-Shopping und dann als sie Nestle wurde, habe ich sie nicht mehr. Seither esse ich sie nicht mehr, aber das nützt ja nichts. Also, oder es ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber natürlich wäre es schön, alle würden boykottieren. Aber das Tragische ist ja eben, was du auch gesagt hast, oder, dass wir einerseits als Schweiz uns eben dann inkonsequent verhalten gegenüber in der Entwicklungszusammenarbeit und dort nicht gegen Privatisierungen auftreten, sondern die noch fördern. Und umgekehrt, Boykott ist ja dasselbe. Also wieso boykottieren wir ein Land nicht dann, wenn ein Despot beginnt, demokratische Rechte abzubauen, sondern erst wenn Krieg ist? Also es beginnt halt viel früher und da sind wir einfach zu wenig stark und zu wenig konsequent. Und ja, also die Demokratisierung und das Auftreten gegen Entdemokratisierung ist eines der grundlegendsten genau, Maßnahmen, die wir eigentlich ergreifen müssen. Das hat aber auch heute auch sehr deutlich betont. Ich sehe es so, dass es koordiniert sein muss. Das ist das Wichtige. Es bringt nicht viel, wenn ich einfach jetzt im Stillen das oder das nicht kaufe, weil da, also, es bringt sehr, 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 sehr verschwindend wenig. Aber das Wichtige wäre, dass es eben Bürgerinnenbewegungen gibt, die gewisse Dinge tun, zusammen. Und das andere ist, dass halt das Gefährliche an der jetzigen Situation ist, dass diese Konzerne so system, ja, so mächtig sind, dass wir, wenn wir wirklich konsequent sagen würden, wir würden diese Konzerne boykottieren, dann hätten wir einfach nicht mehr viel zu essen, mal relativ schnell oder sehr viel anderes nicht mehr. Und ich glaube, das können wir auch nur sagen, wenn es uns sehr gut geht. Andere Menschen können das nicht sagen, weil sie von den günstigen, industriell produzierten Lebensmitteln abhängig sind, sehr, 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 sehr stark von Nestle und all den anderen. Und ich glaube darum auch wieder, wir haben eine andere Verantwortung, viel stärker, weil wir können in der Schweiz gewisse Dinge, könnten sehr bewusst boykottieren und darum damit etwas auslösen. Aber ich glaube eben, es braucht dazu koordinierte Bewegungen. Und darum müssen sich Menschen zusammenschließen. Und ich glaube, ja, da, für mich geht da nichts dran vorbei, wenn wir uns nicht organisieren und wenn nicht eine gewisse Masse an Menschen bereit ist, koordiniert etwas zu machen.
Und das muss nicht die Mehrheit sein. Das ist ja historisch, sieht man das in der Menschen- und Bürgerinnenrechtsbewegung und so weiter, hat man das oft gesehen. Es muss nicht, oder auch bei Revolutionen, es sind nicht 50% der Bevölkerung, die etwas macht, sondern es ist, man spricht von der 4%-Regel. Wenn 4% der Bevölkerung konsequent bereit ist, koordiniert etwas zu machen, kann schon relativ viel passieren. Und ich glaube, da müssen wir darauf hinarbeiten. Gut, beim Verzicht auf das Flaschenwasser haben wir angefangen schon. Ich möchte gerne noch eine Frage so ein bisschen in die Zukunft stellen. Ich habe das erwähnt, es gab ein Wassergesetz, das haben wir bekämpft, wir haben gewonnen, das wurde versenkt. Es gibt ein Wassergesetz 2.0, das wieder jetzt in den Kantonsrat kommen wird. Es gibt andere Fragen, Vorlagen rund um das Thema Wasser. Was ist so auf dem Radar bei dir als Kantonsrätin für die nächsten Monate? Ja, also das Wassergesetz 2.0 ist jetzt auch schon wieder länger im Kantonsrat. Das wird bald, kommt bald in die Schlussbehandlung. Das sieht einiges besser aus. Also die Kritikpunkte wurden jetzt zurückgenommen. Oder, ja, also es steht auch keine Privatisierung mehr im Raum. Und der Wasserschutz, Hochwasserschutz, der Zugang, das kommt besser. Und sonst sind jetzt im Kantonsrat nicht, es gab einen Vorstoß, dass der Kanton der Blue Community beitritt. Der wurde aber abgelehnt, also hatte keine Chance. Es gab auch einen Vorstoß, dass die öffentliche Verwaltung, die kantonale, Hahnenwasser auf Hahnenwasser umstellt und vom Flaschenwasser wegkommt. Das hat die Regierung entgegengenommen, aber ist auch mit großer Mehrheit gescheitert im Parlament. Also, ja, wir haben die Mehrheiten nicht für wirklich nachhaltige Projekte. Die Mehrheiten in diesem Fall, das ist dann diese, wie heißt das, Factor Planet FDP, oder wer sind die Mehrheiten, die solche Schritte verhindern? Wer lebt da in der Vergangenheit? Ja, wir hätten ja eigentlich eine sogenannte Klimaallianz, da hätten wir eine Mehrheit, aber die spielt dann interessanterweise bei solchen Themen doch wieder nicht. Die Mehrheiten sind die Bürgerlichen, die es verhindern. Und dann häufig eben auch noch mit der GLP. Und mit welchen Gründen denn? Ist es einfach, weil man in der Vergangenheit denkt, oder sind es finanzielle, weil einem die Wirtschaft wichtiger ist als die Umwelt, oder was gibt den Ausschlag? Ja, das sind finanzielle Gründe, eben auch das Lobbying der Konzerne oder der Firmen von der Wirtschaftsseite. Das sind schon, es sind meistens dort, wo dann grüne Anliegen, Umweltanliegen gegen Finanzanliegen stehen, wird es schwierig. Also sind die finanziellen Interessen von Nestle, Flaschenwasser zu verkaufen in der Verwaltung größer als die Trinkwasserlobby dort? Ja. Dominik Wasser, auch bei euch, Fridays for Future, 9. April ist ein nächstes Datum. Die Zeit wird knapp, es muss schnell gehen. Was geschieht? Wie geht es weiter? Ich bin nicht mehr so aktiv wie auch schon beim Klimastreik, aber Klimastreik ist schon diese Woche auch, also am Freitag gibt es wieder Demonstrationen. Man versucht weiterzumachen, es ist nicht so einfach im Moment, oder es war nicht einfach in letzter Zeit, wie wir das ja alle wissen. Und besonders, wenn man auf der Straße mit sehr vielen Menschen demonstrieren will. Ich glaube, viele hadern ein bisschen mit der Energie, um ehrlich zu sein, weil sie nicht wirklich sehen, dass es vorwärts geht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich irgendwie im Klimabereich jetzt verschiedene Misserfolge und auf der einen Seite Erfolge oder aus gewissen Perspektiven Erfolge. Also wir haben das CO2-Gesetz, das weg ist auf der nationalen Ebene. Wir haben heute im Kanton vorgestellt die Klimastrategie vom Kanton Zürich. Sagt zwar 2040, aber ist sehr schwammig. Ja, vielleicht dann spätestens 2050. Die Stadt Zürich, da haben wir, glaube ich,
ist der einzige Ort, wo wir die Mehrheiten haben auf unserer Seite. Da können wir ein bisschen mehr machen. Schlussendlich, wenn ich ehrlich bin, wir müssen einfach weitermachen, weil schlussendlich so viel erreicht haben wir in den letzten Jahren leider noch nicht. Praktisch, ich glaube, auf der Diskursebene haben wir ein bisschen etwas erreicht, wie auch die Plakate von Glencore zeigen, aber wir müssen jetzt einfach auch konkret Dinge umsetzen können und was wir im Moment auch aufpassen müssen, dass wir nicht durch Krisen wie der Krieg Rückschritte machen, dass jetzt Forderungen kommen, neue Gaskraftwerke und jetzt kommt raus, es sind eigentlich auch noch Ölkraftwerke und das machen wir jetzt und dann geben wir mehr Geld aus für die Rüstung und ich glaube, da haben wir gefühlt auf allen Seiten so Abwehrkämpfe und gleichzeitig müssen wir uns ja an diesem roten Faden festhalten, um weiterzugehen. Ich glaube, es ist nicht einfacher geworden, aber wir müssen weitermachen. Wie eine große Zeitung sagt, wir bleiben dran. Das soll das Wort. Seitens Publikum gab es keine Fragen mehr, aber ihr habt vielleicht noch Botschaften, Sachen, die wir nicht abgefragt, nicht diskutiert haben, die euch aber wichtig sind, bevor wir Patti Basler das Schlusswort geben. Esther Straub, hast du noch etwas dir überlegt für heute Abend, das jetzt gar nirgends Platz hatte, dir aber wichtig wäre? Also, dass wir dranbleiben und nicht den Mut verlieren, gerade auch eben, was die Bewegungen angeht. Also, ich denke, Fridays for Future hat gezeigt, was möglich ist auch und dass Bewegung in die Menschen kommen kann und dass wir dranbleiben müssen, auch am Bewusstseinswandel und nicht nur an einzelnen Maßnahmen, sondern dass wir einfach anders leben in dieser Welt. Dominik? Ich habe ein bisschen viel Negatives gesagt, wahrscheinlich, tut mir leid. Vielleicht mache ich zum Schluss doch mal eben das Positive. Ich glaube, das mit den Geschichten ist für mich mega wichtig. Ich glaube, ich habe mich in letzter Zeit oft mit diesen Geschichten befasst, oder mit den Erzählungen, wie ist die Menschheit, wie ist der Mensch, egoistisch und alles. Und ich glaube, wir brauchen neue Geschichten und ich denke, es hilft einfach, sich damit auseinanderzusetzen, nach welchen Geschichten funktionieren wir eigentlich und wie können wir das vielleicht verändern? Nur schon diese Auseinandersetzung, glaube ich, bringt sehr viel. Vielen Dank, Esther Straub, Dominik Waser. Danke euch allen fürs Mitdenken, Mitdiskutieren. Und dann gebe ich gerne Patti Basler das Schlusswort für 2 Minuten. Lieber Ignazio Cassis, du willst bei der Entwicklungszusammenarbeit mit Nestle zusammenspannen. Ausgerechnet, Cassis, Nestle. Und du bist ja kein Tassen-Espresso, kein Schoppen-Milchpulver. Du bist eher eine Flasche Sirup oder süßer Likör, wo so die älteren Damen in einen sauren Merlot reinkippen. Cassis. Du bist der perfekte Außenminister. Demut, Herr Felicia Cassis oder Cassis nicht? Und das Cassis de Dijon-Prinzip sagt, wenn eine Flasche für die EU gut genug ist, dann reicht es meistens auch für die Schweiz. Du kennst dich aus mit Entwicklungszusammenarbeit. Ich meine, so mit dem globalen Süden, mit den hitzegeblockten Drittweltländern. Du kommst selber von dort. Gut, bei euch heisst es Magadino statt Madagaskar. Ascona statt Angola und Burka Verbot statt Burkina Faso. Aber immerhin haben ihr einen goldenen Leopard und ihr seid ein europäisch anerkanntes Epidemie-Epizentrum, wo die jungen Männer bis knapp 30 bei Mami wohnen, an der nährenden Mutterbrust haben, im gemachten Nestchen, im Nestle, immerhin wollen wir sagen. Gut, du als Kind von den 60ern, du bist ja wahrscheinlich nie gestillt worden. Du bist doch ein typisches Pulverkind. Du hast als Baby gar nie eine nackte weibliche Brust gesehen. Das erste Mal, als du eine nackte weibliche Brust gesehen hast, war wahrscheinlich mit 8. Ja, bei der Altpapiersammlung. Du hast wahrscheinlich genau gewusst, bei welchem Nachbarn also musst du das Heft rausziehen oder da, wo es ein bisschen gewellert ist. Und manchmal hat es bei dir gewellert. Ja, ist gut. Ja, jedenfalls hat es ja dann in den 70er Jahren ein Werbeverbot gegeben für so Milchpulver von Nestle.
Weil Nestlé hat damals ganz, ganz aggressiv das Pulver exportiert auf Afrika in verschiedene Drittweltländer, hat es dort viel zu teuer verkauft und nachher hat man es gemischt mit viel zu viel Wasser und das Wasser war natürlich komplett versiegt. Gut, so ein Sorgenstell wie damals könnte zum Glück heute nicht passieren. Weil Nestlé ist wirklich über die Bücher, die haben ihre Lektion gelernt. Die haben jetzt auch gerade die Quellen aufgekauft und das Wasser ganz steril abfüllen in Flaschen und dann auch viel zu viel verkaufen, sodass man sich nicht nur das Pulver, sondern auch das Wasser nicht mehr leisten kann. Ja, und Nestlé ist ja gar nicht so interessiert an dieser Säuglingssterblichkeit. Ich meine, klar könnten dann Mütter schneller wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, wenn sie kein Kind mehr haben zum Stillen. Aber es gibt nur etwas, das für Zulieferfirmen von Grosskonzernen in Drittweltländern noch billiger kommt als Frauen. Ein Kind? Ein Kind? Und das ist doch einmal Entwicklungszusammenarbeit. Ich meine, du hilfst als Bundesrat, dass das Wasser dort in Afrika und auch sauber in die Flaschen abgefüllt wird. Und Nestlé schaut dafür, dass die unterbeschäftigten Kinder schon früh in den Arbeitsmarkt integriert werden. Nicht in die Zeug umlungen, kriminell werden und am Ende noch als Wirtschaftsflüchtlinge in den Norden kommen. Das ist ein bisschen wie du, wo hast du ein Altpapier sammeln als Kind. Gut, du hast es zwar gleich noch in die Alpen geschafft. So quasi an die Brust von der Mutter Helvetia zu Bern. Und in Zukunft wird das Bundeshaus vielleicht gratis mit Mineralwasser von Nestlé beliefert. Und wenn das Süßwasser ein bisschen bitter und salzig schmeckt, ein bisschen nach Blut, Schweiß und Kindertränen, dann kann man immer einfach noch ein bisschen Gassi-Sirup reinleeren. Prost! Breathlab. Vielen Dank an Patti Baser, die zugestimmt hat, dass wir diesen kurzen Spot hier zeigen dürfen. Euch beiden noch eine Wasserflasche. Dankeschön. Eine Wasserflasche der Blue Community als kleines Dankeschön für eure Teilnahme heute Abend und euch allen einen guten Heimweg. Wir bleiben dran am Wasser und an der Gerechtigkeit rund ums Wasser. Vielen Dank.